Hey mein Lieben und herzlich willkommen hier wieder mal zum neuen Video von Pokémon Go. Und ja, alle kennen ihn und jeder hasst ihn. Dieser ätzende Bug. Man wirft einen Pokéball, trifft und das Spiel hängt sich einfach auf. Das Einzige, was meistens wirklich noch hilft, ist ein Neustart. Und das erbeutete Pokémon ist danach wieder über alle Berge. Ihr habt einen Ball verloren und düdüm, ihr seid natürlich angepisst, verständlicherweise. Für die iOS-User gibt es zu diesem Bug auch schon einen Trick. Und zwar, wenn ihr das Pokémon gefangen habt und diese entsprechende Animation da ist, das heißt, wenn dieses komische lilane Gedöns halt um den Pokéball rum ist, wischt ihr einmal fix von unten nach oben eure Taskleiste vom iPhone nach oben, zählt 3-4 Sekunden, lässt es wieder los und tada, ihr habt das Pokémon gefangen. Ich denke, das hat damit was zu tun, dass ihr diese Animation irgendwie dazwischen so ein bisschen unterbindet oder halt überspringt und dass es dadurch halt funktioniert. So, kommen wir jetzt zu den Android-Usern, da wo ich jetzt drunter zähle. Jetzt muss ich leider sagen, dass für uns Android-User es leider noch keine Variante gibt, den Trick zu umgehen. Dafür haben einige Nutzer ein Anzeichen entdeckt, wie man das so ein kleines bisschen vorbeugen kann. Und zwar ist es so, dass wenn ihr jetzt gerade in diesem Modus seid, ein Pokémon zu fangen, ist der Rucksack und alle möglichen anderen Item-Buttons wirklich weg, also dass sie wirklich verschwunden sind. Wenn das wirklich passieren sollte, wartet mal 30 Sekunden bis wirklich zu einer Minute ab und wirft dann erst den Pokéball. Allerdings nicht direkt auf das Pokémon, sondern einfach irgendwo anders hin. So, danach sollte das Spiel normalerweise wieder eigentlich funktionieren. Wenn es aber dennoch wirklich dann zu einem Absturz kommen sollte, dann wartet wirklich 1 bis 2 Minuten ab, bis ihr die App wirklich komplett einmal neu startet. Das erhöht vor allem die Chance, dass ihr wirklich das gefangene Pokémon wirklich noch in eurem Besitz habt. Und ja, ich denke, dann ist wirklich dieser, ich würde mal sagen, dieser Hass auf dieses Spiel, auf diese Situation wirklich nicht so doll gegeben, wenn ihr das Pokémon wirklich gefangen habt. Und ja, das war es dann tatsächlich auch heute schon wieder vom Pokémon Go. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein kleines bisschen weiterhelfen. Mich würde vor allem auch noch interessieren, ob ihr das vielleicht schon mal ausprobiert habt oder was ihr dagegen immer getan habt. Und ja, dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschuhu!